Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einem Mod-Let's Play von Wolfenstein 3D. Wir spielen heute gemeinsam die Mod Hitler Strikes Back. Man sieht, wir haben hier zwei Endgegner. Einmal links Dr. Schaps, der von hier ist. Man sieht ja auch, die Schädeldecke ist weg. Doch den Bauch, die Rippen. Und hier rechts haben wir unseren Führer gehabt, den Adolf. Mit anderen designten Maschinenkrieger. Zur Mod, die habe ich mir runtergeladen aus dem Internet. Die Seite sage ich euch noch. Ich habe diese Mod schon einmal durchgespielt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wo genau die Geheimgänge sind. Also wenn wir Raum für Raum erkunden und mal gucken, wie viel wir finden werden. Ist schon ein bisschen her, wo ich gespielt habe. Na dann, let's go, meine kleinen Psychopathen, wa? Wir spielen natürlich auf ganz schwer. Wir fangen natürlich jetzt hier an. Hier ist... Im Übrigen ist das mein erstes... Let's Play von Wolfenstein 3D. Wir versuchen zu sprechen, wie gut ich es hinbekomme. Wenn man an der Wand geht, hat man ja immer diese Geräusche gehabt. Das hat man jetzt hier leider nicht mehr. Stimmt aber nicht. Trotzdem ist es jetzt hier. Oh. Mein Leben! Mein Leben! Ach du heilige Scheiße. Man hat uns von der Wirtschaft jetzt... Das ist hier ein SS-Mann, also ihr hört zur Schutzstaffel. Das sind die einfachen Soldaten. So, wohin hier hinkam? Weil jetzt hier. Der Raum hat auch keinen Geheimgang. Let's go.
12, du kriegst von uns eins auf den Deckel, Ray. Wow. Mein Leben! Spiel! Ein Roman! Das hier ist ein Offizier. Der kann. Hat auch eine Pistole, aber der kann fester schießen als manch anderer. So, das ist hier der reguläre Ausgang. Hier gehen wir mal zurück. Und gehen zu dem geheimen Ausgang. Hoppala. Level so mitbringen, ne? Wenn ihr jetzt hier abspeichern, gucken, ob ihr die Video wieder hochladet, ne? Also sehen wir uns bei der nächsten Folge von Wolfenstein 3D wieder, und zwar bei der Mod Hitler Strikes Back. Also, sehr meine Lieben, hingehauen und tschüss.